Die wohl wichtigste Frage derzeit bei Tesla, ist es jetzt noch sinnvoll einzusteigen, ja oder nein? Wir konnten diese extreme Rallye sehen Anfang des Jahres, wo der Aktienkurs dann wirklich innerhalb kürzester Zeit um 100% gestiegen ist. Da haben natürlich die meisten schon gedacht, der Einstiegspunkt ist vorbei, man kann nicht mehr in Tesla investieren, denn der Kurs läuft einfach nur noch davon. Da habe ich auch einige Updates euch zu Tesla gemacht, habe gesagt, ey Leute, es gibt einige Indikatoren, was die Chartanalyse angeht, die stehen derzeit auf Rot. Es kann sehr gut sein, dass wir günstigere Kurse sehen. Jetzt haben wir auch tatsächlich gesehen, dass wir von meinen genannten Resistance-Linien abgeprallt sind und die Aktie auch mittlerweile um 20% eingestürzt ist. Es gibt aber auch tatsächlich einige fundamentale Probleme bei Tesla. Die sollte man auf jeden Fall in den nächsten Quartalszahlen auch ganz genau beobachten. Daher, falls du dich für Tesla interessierst, solltest du auf jeden Fall auch meine letzten Videos dir dazu anschauen. Heute werden wir aber hauptsächlich den Chart der Tesla-Aktie analysieren, um das Ganze nicht unnötig lang zu machen. Falls du dich jetzt wirklich langfristig für Tesla interessierst und für die fundamentalen Daten, dann auf jeden Fall gerne meine anderen Videos anschauen. Wir werden uns jetzt aber wirklich die kurzfristige Preisentwicklung anschauen, um rauszufinden, ob es jetzt Sinn macht, jetzt schon einzusteigen, ja oder nein. Und daher schauen wir uns jetzt hier auch den Tageschart in US-Dollar an. Übrigens, falls du den Kanal feierst, kannst du mich gerne mit einem Abo unterstützen und mit einem Daumen nach oben. Alles kostenfrei für dich, dauert nur eine Sekunde. So, und wenn wir uns jetzt den Chart anschauen, dann habe ich auch ganz klar gesagt, ey Leute, wir sind noch nicht bullish bei Tesla. Also es ist noch nicht der Zeitpunkt, um All-In zu gehen. Denn wir sehen hier immer noch diesen eindeutigen Abwärtstrend. Wir haben ganz klare Lower Highs und Lower Lows. Und sollte es jetzt hier noch weitergehen, dann sehen wir auch ganz klar wieder ein Lower High, was ziemlich deutlich ist für mich. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin jetzt noch nicht bullish, ich bin defensiv aufgestellt. Zusätzlich habe ich auch in meinem letzten Video gesagt, wir haben hier immer noch eine Resistance-Linie. Leute, passt auf, ich persönlich würde da jetzt nicht einsteigen, denn ich glaube, dass die Kurse abprallen werden und nach unten fallen werden. Genauso ist es auch tatsächlich gekommen. Also der Kurs ist ja hier nochmal knapp um 20% nach unten gefallen. Wir hatten hier abgesehen übrigens von dieser Resistance-Linie noch zusätzlich die 200-Tages-Durchschnittslinie, die als Resistance fungiert. Dementsprechend war die Wahrscheinlichkeit schon wirklich sehr, sehr hoch, dass der Kurs der Aktie nach unten fällt. Zusätzlich hatten wir auch noch hier, zumindest als das Ganze am Anfang erstmal zu dieser Resistance-Linie gekommen ist, noch den RSI-Indikator auf überkauft stehen. Daher waren für mich sehr, sehr viele Indikatoren gerade dabei zu sagen, ey, bloß nicht einsteigen, der Kurs wird wieder einbrechen. Zusätzlich, wenn man sich das Ganze auch noch weiterhin anschaut, dann sieht man auch, als wir auf einmal anfingen, nach unten zu fallen, als der Kurs so abgeprallt ist, hatten wir kurzfristig so einen Bouncer, wo es dann wieder nach oben gestiegen ist. Und da sind wieder sehr viele Leute eingestiegen, weil die gedacht haben, ey, okay, war ja nur ein kleiner Bouncer, die Rallye geht weiter. Da habe ich zum Beispiel in meinem letzten Video auch gesagt, ey Leute, wir haben hier bei den MACD-Linien, obwohl wir hier grüne Kerzen sehen, immer noch vom Momentum her einen Abwärtstrend, also ein ganz klarer Gegenteil zu dieser sehr, sehr starken Rallye, die wir Anfang des Jahres gesehen haben. Dementsprechend war es doch irgendwie schon deutlich, dass wir diese Resistance-Linie jetzt hier mit so einem schwachen Momentum nicht durchbrechen werden und der Kurs der Aktie wieder nach unten fallen wird. Klar hat das Ganze jetzt nicht nur chartanalytische Hintergründe, sondern wir haben natürlich auch gesehen, dass Elon Musk auf Twitter ein bisschen Mist gebaut hat mit diesem einen, Mitarbeiter bzw. nicht echten Mitarbeiter, der eine Behinderung hat, wo Elon Musk einfach, muss man ganz klar sagen, meiner Meinung nach verkackt hat, also auch unhöflich reagiert hat. Das war jetzt keine Sache, die ich persönlich jetzt als CEO, Vorstand oder Führungskraft, was auch immer, mit einem Mitarbeiter oder jetzt in diesem Fall mit keinem echten Mitarbeiter auf Twitter klären würde, sondern eher ein Gespräch, was man unter vier Augen klärt mit dieser Person, vielleicht anruft, vielleicht eine private Mail schreibt, wie auch immer. Also das war wirklich der schlechteste Move, den Elon Musk hätte machen können. Daher war natürlich auch viel negative Presse am Start. Zusätzlich konnten wir jetzt sehen, dass Tesla wieder die Preise gesenkt hat bei den Fahrzeugen und da habe ich auch bei euch ganz klar gesagt, bei den fundamentalen Geschichten geht es um die Bruttomarge, dementsprechend sind natürlich die Preise sehr, sehr wichtig, daher haben hier natürlich zusätzlich zu der Chartanalyse noch parallel einige Sachen mit eingespielt, die fundamental auch eine wichtige Rolle spielen. Also meistens ist es so, dass wenn man sich hier in die Nähe einer Resistance-Linie bewegt, dass dann auch irgendwie negative Presse entsteht. Warum das so ist, kann natürlich euch keiner erklären, aber so ist es auch. An der Stelle muss man vielleicht auch erwähnen, klar, die Tesla-Aktie fällt jetzt wieder sehr, sehr stark nach unten, aber der gesamte Markt ist natürlich sehr, sehr stark belastet. Also die Tesla-Aktie oder das Unternehmen Tesla ist jetzt nicht das Einzige, was sehr stark leidet, denn wir haben natürlich ein sehr, sehr schwieriges Jahr insgesamt. Das Jahr 2022 war schon schwierig, das Jahr 2023 wird jetzt auch wieder schwierig. Das habe ich auch schon in vielen Videos thematisiert, denn wir haben natürlich die hohe Inflation, jetzt die weiteren Zinssteigerungen. Das sieht alles nicht so positiv aus, spielt sich natürlich auf den gesamten Markt wieder, aber auch auf die Tesla-Aktie.
Und was natürlich für alle sehr, sehr interessant ist derzeit, ist es zu wissen, wie die Tesla-Aktie sich weiterhin entwickeln könnte. Und ich hatte ja auch schon zum Beispiel in meinem letzten Video hier euch dieses Gap gezeigt, ganz klar gesagt, ey, die meisten Gaps werden wirklich geschlossen. Also wenn euch zum Beispiel Aktienkurse mal anschaut, aber auch verschiedene Indizes, dann werden so große Gaps immer wieder geschlossen. Was mich jetzt gerade so ein bisschen stutzig macht oder warum ich jetzt glaube, es könnte sogar sein, dass wir dieses Gap vielleicht nicht schließen oder zumindest ein Grund, warum es so sein könnte, warum es nicht geschlossen wird, ist, dass sehr, sehr viele Leute jetzt gerade derzeit auf dieses Gap achten. Also ich treibe mich auf sehr, sehr vielen Foren rum, schaue mir sehr, sehr viele Beiträge auf Twitter an und es ist tatsächlich so, bei den Retail-Investoren schauen sich derzeit super viele Leute dieses Gap an. Also es könnte durchaus sein, dass wir vielleicht nur bis zu dieser Supportlinie fallen und dann wieder davonlaufen, dass wir dieses Gap gar nicht erst schließen. Das muss ich mir aber natürlich anschauen, wie es weiterlaufen wird, vor allem nächste Woche. Für den einen oder anderen, der sich vielleicht auch mit den Fibonacci-Leveln beschäftigt, ist auch interessant zu sehen, dass wir, wenn wir uns jetzt mal wirklich die Fibonacci-Level mal anschauen, sehen können, und das ist schon wirklich ein bisschen beängstigend, dass wir hier dieses Gap schließen könnten, wenn wir bei den Fibonacci-Leveln hier auf dieses 61,8er Retracement fallen würden, dann würden wir wirklich haargenau das Gap schließen. Also das ist zum Beispiel so ein Indiz dafür, dass es vielleicht doch sein könnte, dass wir hier dieses Gap schließen. Ich persönlich gehe auch noch davon aus, dass das Ganze weiterhin bärisch bleiben wird, also dass dieses Gap geschlossen wird. Auch wenn jetzt sehr, sehr viele Leute sich das anschauen, bin ich persönlich immer noch davon überzeugt, dass das hier jetzt geschlossen wird, also zumindest langfristig, wenn jetzt nicht kurzfristig, also sollte jetzt hier die Aktie von hier abprallen, erstmal nach oben steigen, kann ich mir vorstellen, dass wir dann hier erstmal abprallen und dann wieder nach unten fallen. Also ich glaube schon, dass das geschlossen wird, muss man sich natürlich eben anschauen. Es ist jetzt sehr interessant zu sehen, dass wir im Tageschart beim RSI-Indikator langsam aber sicher uns hier zum Beispiel in diesen Überverkaufbereich bewegen. Das letzte Mal waren wir im Überverkaufbereich Anfang des Jahres bzw. Ende 22. Danach konnten wir natürlich diesen Shift sehen beim Momentum und hatten diese sehr, sehr starke Rallye. Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir jetzt zum Beispiel hier genau auf dem Fibonacci-Level dieses Gap schließen würden, beim RSI-Indikator im Überverkaufbereich wären und danach würde die Aktie abgehen. Das wäre sehr, sehr krass, wenn wir uns auch zum Beispiel so einen Wochenchart anschauen, um zu sehen, wie es jetzt da aussieht vom Momentum. Da muss man jetzt derzeit tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt sehen, dass die MACD-Linien Richtung Abwärtstrend gehen. Also vom Momentum her sieht es aus, als würde das Momentum hier jetzt bei Tesla verloren gehen. Und da wird es natürlich sehr, sehr wichtig sein zu sehen, ob wir jetzt hier das Ganze noch retten können, ja oder nein. Was ist also mein abschließendes Fazit? Nun ja, ich sage ganz klar, ich persönlich werde jetzt noch nicht in Tesla einsteigen. Ich warte jetzt noch, obwohl ich ein Tesla-Bull und Fan bin, wie viele von euch wissen, denn ich konnte schon mit Tesla sehr, sehr viel Geld verdienen. Ich warte noch, bis das Gap geschlossen wird. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Kurs der Aktie noch weiter nachgeben wird, weil einfach natürlich der gesamte Markt jetzt derzeit belastet ist. Und wenn es jetzt nicht in der nächsten Woche oder in den nächsten 2-3 Wochen passiert, glaube ich persönlich immer noch daran, dass der Kurs der Aktie noch weiter nach unten fallen wird im Verlaufe des Jahres. Ich werde daher noch eine Cash-Position offen lassen, werde geduldig bleiben und erst dann einsteigen, wenn alle Kriterien erfüllt sind. Zusätzlich werde ich natürlich die Quartalszahlen anschauen, denn die fundamentalen Daten spielen langfristig eine sehr, sehr wichtige Rolle und da bin ich jetzt tatsächlich bei Tesla jetzt noch nicht zufrieden, was das Wachstum angeht, was die Marge angeht und so weiter und so fort. Du kannst mir natürlich wie immer mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, beziehungsweise auch mal deine These. Befasst du dich mit der Chartanalyse? Falls ja, wie siehst du das Ganze? Würdest du jetzt einsteigen, ja oder nein? Oder ist für dich Tesla vielleicht komplett ein No-Go aufgrund von fundamentalen Daten? Kann ja auch sein. Schreib es gerne unten in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen, geholfen hat, gerne Daumen nach oben dalassen, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.